Wobei ich das tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil ich eigentlich auch jemand bin, ich bin nicht unbedingt so gerne in dieser Anführerrolle, weil, weiß ich nicht, ich bin da irgendwie eigentlich gar nicht so der Typ für, weil ich ja auch eher so ein bisschen ruhig und zurückhaltend bin und nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Deswegen, das fällt mir dann auch immer ganz schwer, da wirklich so ein bisschen die Kontrolle zu übernehmen und ne, so ein bisschen die Führung zu übernehmen. Deswegen, wenn man so irgendwie, wenn wir beispielsweise im Team, im Wachdienst über irgendwas diskutieren und ich da so ein bisschen einfach zwangsläufig die Führung übernehmen muss oder so, bei Diskussionen oder so, es ist halt echt schwierig für mich. Aber ich sag mal, ich bin ja nicht alleine mit sowas. Und ich gebe mir einfach alle Mühe. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, schon mehr als ausreichend. Dass man nicht in allem gut, in allen Sachen gut ist, ist ja auch vollkommen legitim. Ob diese Kämpfe jetzt alle so nötig sind, ist die andere Sache, weil es halt ja legitim immer nur diese kleinen Blobble sind, die nichts können. Wobei ich ein bisschen Angst vor dem Endbosskampf habe. Bin ich ganz ehrlich, weil der gegen diese Fusion aus dem Meister und Miyuki, der Kampf, der war schon nicht ohne. Ja, ich glaube, hier muss ich mich hinstellen. Trifft meine Unendlichkeitskanone von hier aus? Vielleicht. Sehr gut. Dann könnten wir theoretisch gleich nochmal Plesiomon mitnehmen, dann haben wir zumindest jeden mal gesehen. Bin auch mal echt gespannt, wie viele ich in den Endbosskampf mitnehmen darf. Wahrscheinlich auch wieder nicht so viele. Seid ihr verletzt? Alles gut, danke. Aber du hast bestimmt ein paar echt peinliche Sachen gesehen. Komisch, aber ich erinnere mich gar nicht daran, irgendwas gesehen zu haben. Schon in Ordnung, du musst es nicht verbergen. Wir sind doch Freunde, oder? Wir können einander vertrauen. Absolut. Ja, wir sind Freunde. Wir könnten niemals schlecht von dir denken. Danke, Agumon. Immerhin habt ihr euch nicht in die Hose gekackt, wie Minoru, von daher gesehen. Aber ich meine, es ist manchmal auch einfach ganz wichtig, auch als Freund, zu wissen, wann man sich halt einmischen sollte und wann nicht. Manchmal muss man auch einfach daneben stehen und die Leute ihr eigenes Ding machen lassen, auch wenn sie auf die Nase fallen. Weil letztendlich manche Erfahrungen muss man auch einfach selber machen. So, dann noch die beide. Meine Schwester. Es reicht. Hast du das gehört? Das müssen Kaitos und Mios Schatten sein. Kaito! Mio, zurück. Ich kümmere mich um dieses Ding. Ich bin ein fürchterlicher Bruder. Ich konnte meine Schwester nicht beschützen. Welcher Bruder schafft es nicht, seine Schwester zu beschützen? Hör auf damit. Ich will kein Wort mehr hören. Ich bin eine Last für meine Familie. Wäre ich nicht gewesen, wären wir nicht umgezogen. Meine Eltern würden mich nicht mehr so behandeln. Könnte ich doch einfach verschwinden. Wie bitte? Woher weißt du, was ich denke? Hör sofort auf damit. Verschwindet aus unseren Köpfen. Hört auf, uns weh zu tun. Hört auf, Mio weh zu tun. Ich wünschte, ich könnte einfach verschwinden. Also, was? Mehr habt ihr nicht drauf? Ich halte nämlich noch viel mehr aus. Nach allem, was ich durchgemacht habe, ist das gar nichts. Oh, es ist alles meine Schuld. Alles nur, weil ich eine solche Last bin. Ja, ich kann eine Last sein. Ich kann manchmal auch egoistisch und halbherzig sein. Aber trotzdem hat sich mein Bruder immer um mich gesorgt. Immer. Er ist der großartigste, fürsorglichste Bruder auf der ganzen Welt. Mio? Denkst du wirklich so über mich? Hä? Tu nicht so überrascht. Richtig schlimm. Ich wollte, dass das geheim bleibt. Du wirst doch dafür büßen, dass du mich dazu gebracht hast, das zu sagen. Ich habe meine Schwester im Stich gelassen. Hast du das gehört, du großer Schwindler? Für Mio bin ich der beste Bruder der Welt. Mir egal, was du jetzt noch sagst. Erledigen wir diese Freaks, Kaito.
Alles klar. Mio ist schon cool. Mio finde ich tatsächlich auch mittlerweile besser als Kaito. Ja, wir müssen helfen. Also am Anfang fand ich Mio tatsächlich sehr anstrengend noch im Freizeitpark, weil sie so ein bisschen, weiß nicht, wie so ein ungezogenes Kind einfach war, was unbedingt ihren Kopf durchsetzen wollte. Aber ich glaube, nachdem da alles zusammengebrochen ist und sie so ein bisschen den Ernst der Lage erkannt hat, hat sie sich auf jeden Fall gemacht. Kaido ist mir immer noch so ein bisschen zu sehr fokussiert auf seine Schwester, aber Mio ist eigentlich doch ganz cool mittlerweile. Stimme ich zu. Dann hören wir uns jetzt die beiden Szenen noch an und dann können wir hoffentlich so langsam den Meister verkloppen gehen. Wir hatten jetzt. Ja, nehmen wir nochmal Plesiomon mit. Einfach wie gesagt für die Abwechslung. Wirklich schwer sind ja diese Kämpfe auch nicht. Wie ist die Zugreihenfolge? Wahrscheinlich ist Plesiomon als erstes dran. Von uns auf jeden Fall, okay. Die großen Digimon sind ja meistens einfach auch ein bisschen schneller unterwegs. Aber ich glaube, angreifen kannst du noch nicht. Nee, direkt vor dir. Okay. Dann können wir uns hier nochmal den Boost holen. Ich weiß, es ist nicht wirklich nötig, aber okay. Ja, Plesiomon finde ich auch richtig schön. Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal in Digimon Story im Team gehabt. Ich glaube sogar im zweiten Teil. Da hatte ich, weiß gar nicht mehr, wen ich als Starter hatte. Aber ich glaube Betamon, oder? Doch, ich glaube, es war Betamon. Und da habe ich dann am Ende auch ein Plesiomon eben rausgemacht. Und ja, es ist, finde ich, schon richtig schön und irgendwie auch richtig niedlich. Und ich sag mal, nicht so viele Digimon auf dem Mega-Level sind jetzt unbedingt noch niedlich. Die sind halt meistens eher so ein bisschen auf groß und gefährlich und cool getrimmt. Ich meine, natürlich gibt es auch Ausnahmen, sowas wie Ufanimon, Magnadramon, die vielleicht nicht. Aber das sind dann auch oft die, die ich halt besonders gerne mag. Ich muss meine Schwester beschützen. Du kleiner Penner. Kaito, hör nicht auf ihn. So fühlst du nicht wirklich. Doch, Dragmon, so fühle ich. Kaito? Du hast recht. Ich würde alles tun, um Mio zu beschützen. Was auch sonst. Ich bin ihr Bruder. Natürlich passe ich auf sie auf. Und eins noch, du blöder Angeber. Sie ist nicht zu schwach, selbst etwas hinzukriegen. Wenn du das vergisst und zu überfürsorglich bist, bist du dran. Mein Reden, du bist echt eine harte Nuss. Na, halt die Klappe, legen wir endlich los. So, haben wir schon mal Nummer 1 weg. Ich glaube, Mio kommt direkt hinterher. Beziehungsweise, wir können hier noch eben den Zug abschließen. So. Dann bitte einmal hier mit hin. Es macht nicht viel Schaden, aber immerhin macht es ein bisschen Schaden. Ja, es ist ein bisschen nervig, dass man jeden abarbeiten muss, das stimmt. Aber hier ist es, finde ich, wenigstens sinnvoll gemacht. Im Gegensatz zu der Kanalisation, wo wir jeden abarbeiten mussten oder fast jeden, und die Gespräche sich einfach gezogen haben wie sonst was. Bin froh, wenn wir jetzt hier durch sind, aber es ist hier zumindest ein bisschen besser gemacht. Ich bin eine einzige Belastung. Es ist alles nur meine Schuld. Sei nicht albern. Wie soll das bitte Mios Schuld sein? Also weißt du, das dachte ich wirklich mal. Mio? Aber jetzt nicht mehr. Dank dir und den anderen habe ich mich geändert. Rumsitzen und jammern bringt nichts. Ich muss auf mich selbst aufpassen. Ich muss auf eigenen Füßen stehen und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Mir geht es jetzt gut, dank Siakumon, meinen Freunden und meinem Bruder. Oh, Mio. Ja, ich glaube, das Spiel hat generell so ein bisschen das Problem, dass alles in die Länge gezogen wird. Und ihr denkt schon immer, ich würde alles in die Länge ziehen, weil ich alles immer doppelt und dreifach erkläre und mega ausführlich. Das Spiel kann das noch besser.
Ah ja, da komme ich sogar dran. Ich müsste nur noch treffen. Also ich glaube, wenn man das Spiel wirklich mal so auf den grundlegenden Plot reduzieren würde, wäre das gar nicht so unendlich viel. Also natürlich schon ein bisschen was, aber könnte man wahrscheinlich schon ein bisschen schneller abarbeiten. Aber da können wir in den Credits dann auch nochmal drüber reden. Wenn wir die heute irgendwann mal erreichen, wovon ich aber eigentlich ausgehe. Wir haben jetzt ja auch irgendwie schon, keine Ahnung, 15, 16 Streams oder so. Deswegen, also ich denke, so langsam können wir das mal abschließen. Nee, reden wollte ich nicht. Stehe ich eigentlich schon neben dem? Ich glaube noch nicht. Ja, es wird langsam. Wie viel KP hat er noch? Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Moment. Einmal daneben. 3. Gut. Hat ihn aber auch nicht gerettet. Bekomme ich wieder einen Heilbutt? Geil. So, dann sind wir jetzt hier eigentlich durch. Wie würde euch das gefallen? Na los, sagt was. Die sind wohl schon weg. Alles okay, Mio? Du bist wieder durchgedreht, oder Kaito? Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Was, wenn du dich verletzt hättest? Oh, tut mir leid. Aber danke. Hä? Habe ich da was gehört? Ich hätte schwören können, du sagtest gerade... Danke. Du hast richtig gehört. Ich bin froh, dass du mich beschützt hast. Keine Ursache. Weißt du, du bist gerade einfach total süß. Bah, ist das eklig! Das will ich schon gar nicht von meinem Bruder hören! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin echt froh, dass es euch beiden gut geht. Natürlich. Und danke fürs Kommen, Takuma. Ich packe ab jetzt auch mit an. Das tust du schon eine ganze Weile. Ugh, diese Szene. これで全員揃ったな。いよいよ主との戦いだ。けど、その前に主の居場所を見つけなきゃ。いや、どうやら向こうの方からお出ましのようだぜ。現れた。 Das sieht interessant aus. Also generell die Illustrationen im Spiel und auch die Charakter-Artworks und so, finde ich, sind immer sehr stylisch.俺こそがこの世界の主、この世界の自我、世界の管理者にして慈悲深き者。はあ、てめえ何を言って。おいおい、多分こいつに話は通じないぜ。言ってることわけわからねえし。 話なんていいよ。やるべきこと分かってるもん。ああ、そうだな。そう、よくわかるよ。あれがこれから戦うべき相手ってこと感じる。あいつからこれまで囚われていった子供たちの魂を、あいつは子供たちの魂を貪り、 この世界を保ってきた。私の魂も。魂を？じゃあ、修二さんや亮も、あいつに？ええ。あいつによって、
世界の糧とされてしまった。Dann hat er also Shoji und Ryo absorbiert und will das jetzt auch mit uns tun. Er steht hinter allem. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird er unsere Welt angreifen. Ich hasse ihn. Er soll büßen. Seinetwegen bin ich durch die Hölle gegangen. Aber er muss einen Grund dafür haben. Kann man vielleicht mit ihm reden? Also nachdem er jetzt schon wer weiß, wie viele Kinder geopfert hat, um diese Welt irgendwie zu erhalten, bin ich mir nicht sicher, ob er mit sich reden lässt. Nach dem Motto, hey, das ist schon irgendwie ziemlich uncool, was du machst. Und er so, oh, das wusste ich nicht, dann höre ich jetzt damit auf. Halte ich eher für unwahrscheinlich. Was haben wir denn? Was denke ich wirklich über den Meister? Ich will Rache. Er ist der Feind. Vielleicht können wir mit ihm reden. Nee, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mit ihm zu reden. こいつは世界の敵だ。みんなのために。ここで倒そう。うん。僕やるよ。世界のために。ああ、その通りだね。終わりにしよう。そして帰りましょう。もうじき、あと少しで私たちは帰れる。そうだ。帰ろう、全員で。 Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Kampf ablaufen wird. Ob da auch noch ein paar Cutscenes vielleicht integriert sind. Generell, wie viele Gegner auf dem Feld sind. Wie schlimm der Meister letztendlich sein wird. Mal gucken. Könnte, denke ich, schon ein bisschen knackiger werden. Und vor allem, wie viele Digimon ich mitnehmen darf. Wahrscheinlich wieder nur 5 oder so. Ich will alle mitnehmen. Das wäre voll cool, wenn man so 10 Stück mitnehmen könnte oder so. Das fände ich sehr, sehr cool. Oh. Also ich darf zumindest alle wichtigen Digimon mitnehmen. Ich war gerade kurz, ich habe nur 0 von 2 gesehen, dachte mir so, nein! Aber ich darf zumindest alle wichtigen Digimon mitnehmen. Das finde ich schon mal ganz cool. Die Sache ist, eins müssen wir hier lassen. Also ein Tylamon ist ja sowieso raus, aber wir müssen halt von den dreien, die wir hier oben haben, eins hier lassen. Wenn ich mal kurz gucke. Es ist bislang nur der Meister auf dem Feld. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich noch mehr spawnen werden. Level 62. Hast natürlich auch eine Resistenz gegen alles. Logisch. Du hast eine Reichweite von 11 Feldern? Okay. Raureif, Licht. Okay, er trifft mich einfach immer. Okay. Das heißt, wir sollten einfach unsere stärksten Digimon mitnehmen. Spezialangriff ist 415. 316. Also am stärksten wären wahrscheinlich Magnadramon und Machine-Ramon, aber ich liebe halt einfach Plessiomon, ne? Deswegen, ich glaube, ich muss einfach Plessi mitnehmen. Es geht nicht anders. Und ansonsten einfach draufkloppen. Wie sind die Bedingungen? Alle vernichtet, okay. Manchmal ist ja auch, dass Agumon zum Beispiel nicht draufgehen darf. Aber das spawnt bestimmt Verstärkung. Das Problem ist, der trifft ja halt überall, ne? Wenn der jetzt, also der kann sich nicht bewegen. Aber an sich kann der mich wahrscheinlich von hier hinten auch austreffen. Deswegen machen wir uns einfach mal auf den Weg und gucken mal, was passiert. Mal kurz meine Boxen etwas lauter drehen, damit ich die Musik mal hören kann. Sehr passend.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist es jetzt so schlau, jetzt schon zu digitieren? Oder mache ich das erst, wenn ich wirklich vor Ort bin? Dann wiederum, wer weiß, wie viel Schaden der drückt. Aber ich denke, ich werde auf jeden Fall Takuma den Boost geben, dass wir auf jeden Fall mit Agumon überall hinkommen. Und Dankeschön fürs Anfeuern. Ich glaube, das können wir gebrauchen. Dementsprechend werde ich aber, denke ich, schon mal digitieren. Einfach auch, um ein bisschen mehr wegstecken zu können. Dann verschwenden wir jetzt quasi eine Runde damit. Weil ich glaube, die wenigsten ja, werden wirklich drankommen. Aber ich habe so ein bisschen Angst, wenn ich nicht digitiere, dass der mich gefühlt one-shottet. So, wir können auf jeden Fall... Eigentlich können wir Takuma weiter... Wobei, Takuma boostet sich mit dem Omni-Boost sowieso selber, ne? Ja komm, dann gönnen wir uns den selber. Du kommst genau richtig zum vermeintlichen Endbosskampf. Ich weiß nicht, ob er das wirklich ist, aber es sieht zumindest danach aus. Also hast du sehr gutes Timing. So, du brauchst auf jeden Fall auch noch einen Zug, um überhaupt anzukommen. So, wir könnten uns natürlich gleich direkt Omnimon gönnen, in der Theorie. Weil wenn ich mich jetzt hierhin bewege schon mal, könnte ich potenziell mit Omnimon drankommen. Gabumon gesnackt. Omegamon. Du hast die überlegene Kanone. Fügt Zielen Wasserschaden zu und friert sie ein. Gut, es wird alles resistet, ne? Und ich muss auf diese Felder hier schießen. Okay. Das hat guten Schaden gemacht. So, dann können wir uns hier ruhig auch nochmal den Boost abholen. Ich meine, physischer Schaden ist eigentlich ziemlich irrelevant, weil ich meistens eh nicht physisch angreife, sondern mit meinen Skills auch wirklich. Aber gut. Aber cool, dass wir so viele Digimon mitnehmen können. Eins mehr wäre noch cool gewesen für Machine Ramon. Aber... ja. Nee, bei dir ist Reden zum Heilen. Das können wir vielleicht später nochmal irgendwann sinnvoll nutzen. Weil sowohl Magnadramon als auch Aoi mit ihrem Skill können ja heilen. Aber es sieht schon cool aus, die ganzen großen Digimon auf dem Schlachtfeld. Ich fürchte nur, dass der mir halt gleich extrem viel Schaden drücken wird. Miyuki erhöht den Spezialangriff. Ich glaube, das würde ich sogar Omnimon geben wollen. Falls sich das stackt. Bin mir nicht ganz sicher. Falls nicht, dann halt nicht. So, und du kannst auch gerne schon mal aufs Mega-Level digitieren. So. Und bei dir? Physische Verteidigung. Geben wir einfach mal alles Omnimon. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es sich stackt, aber es kann nicht schaden. So, dann einmal auch digitieren. Jetzt kannst du wieder nicht reden. Dann können wir einmal unsere Geschwindigkeit wieder erhöhen, beziehungsweise unsere Reichweite. Und jetzt können wir uns schon mal hier hinstellen. Weil gerade Siakumon hat immer so ein bisschen Probleme damit voranzukommen, deswegen kann es echt nicht schaden, da den Skill noch drauf zu haben. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel Damage der drückt. Tut schon ein bisschen weh. Ich meine, es hätte mich auch ehrlich gesagt nicht gewundert, wenn der Kampf irgendwie unterbrochen worden wäre. Kann ich eigentlich auch von der Seite angreifen? Zählt das? Nach dem Motto, oh, wir machen keinen Schaden oder so.
sind wir mir nicht sicher. Aber okay. Na, ich glaube, wir greifen so oder so von vorne an. Na gut. Aber wie gesagt, hätte mich nicht gewundert, wenn das so ein Kampf gewesen wäre. Oh, du machst keinen Schaden. Schade, ne? So. Ich glaube, es ist ziemlich egal, wo wir angreifen. Oder was mich auch nicht wundern würde, wenn er sich gleich einfach wieder voll heilt oder so. Weil bis dato wirkt es eigentlich noch ganz entspannt, abseits davon, dass ich da erstmal hinlaufen muss. Das geht eigentlich noch. Also ich glaube, die hier hinten werden nicht mehr rechtzeitig ankommen, aber okay. Kann ich eigentlich in der Theorie auch mein Dings auf andere anwenden? Und mich dann mal hier vorne hin bewegen? Weil das wäre ganz praktisch, um die, die wirklich noch hinten stehen, ne, so ein bisschen wieder nach vorne zu kriegen. Du kommst... Nee, du kommst nur bis hier. Wobei ich nicht weiß, ob deine Zone potenziell funktionieren würde. Ich hätte potenziell Cerberusmon auch heilen können, aber ich glaube, das geht noch. Beziehungsweise ich könnte es immer noch heilen, wenn ich mich hier hinstelle. Nee, nicht das wenden. Ja. Flup. Einmal Pflaster draufgeklebt, alles wieder gut. So, jetzt ist der Meister wieder dran. Raureif. Oder wie auch immer die Attacke hieß. Ah, die macht flächendeckenden Schaden, ja. Sehe ich. Wenn ich jetzt mal hier wieder mit hinstelle. Aber an sich... machen wir sehr, sehr guten Schaden mit Omnimon. Wobei, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich keinen Schaden mehr machen kann, angekommen? Da habe ich nur drauf gewartet. Na, das war viel zu einfach, dass wir ihn quasi mit Omnimon einfach runterprügeln konnten. Also irgendwas musste da noch kommen. Das war klar. Er hat sich wahrscheinlich wieder voll geheilt. Das hatte ich aber auch erwartet. Ja, hat sich wieder voll geheilt. Aber es war wahrscheinlich auch gescriptet. Dementsprechend, na, doof, aber nicht überraschend. Wir müssen halt nur mal gucken, wegen Omnimon, dass wir da die SP vielleicht wieder so ein bisschen hochgeheilt kriegen. Aua! Frech! So, wir können auf jeden Fall hier mal wieder hochheilen. Flup. Alles wieder im Rahmen. Können wir uns schon mal hierhin bewegen. Wie ist das mit SP-Heilung?
So ein bisschen zumindest. Das ist natürlich ein bisschen unverschämt, dass der sich A so hochgeheilt hat und B, dass der so hart quasi kontern kann. Was wir halt machen können, ist hier immer so ein bisschen gegenzuwirken mit den kleinen Items, dass wir uns quasi in jedem Zug so ein bisschen wieder SP zurückholen. Beziehungsweise hier können wir so ein bisschen wieder die TP hochheilen. So, Plessy ist auch endlich mal angekommen. Glaube ich? Nee, ist es noch gar nicht. Debated. Macht halt echt nicht so viel Schaden. Aber es ist besser als nichts. So. Den Call von Minoru, du meinst das Reden? Dann ja. Wie viel Schaden machst du? Ein bisschen. Er hat auch eine Konterrate von 46%. Yay. Oh, noch eine Szene. Heilst du dich jetzt schon wieder hoch? Bitte tu das nicht. ここへ来てさらに力を増すとはこのままじゃ欲しきられちゃだったら姉さん何をみゆき天に輝よ この歌はみゆきがいつも歌っていた古しえよりの歌の声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 の
したの？スマホ？姉さん、ダメだ。歌をやめては。おのれ！みんな、今は戦いに集中して！タクマさん、私が歌っているうちに。わかった、残りの力をぶつける。Schaltet eure Handys doch bitte auf lautlos vor dem Endboss. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich ihm jetzt zumindest dauerhaften Schaden machen kann. Das wäre ganz nett. Ich würde aber ganz gerne hier nochmal ein ganz kurzes Päuschen machen, bevor wir den Boss endgültig klatschen, weil ich natürlich auch nicht absehen kann, wie viele Szenen da noch kommen und ja. Dann sammeln wir uns jetzt noch einmal ganz kurz und dann hauen wir ihm auf die Schnauze? Nase? Ich bin mir nicht sicher, worauf, aber irgendwo rauf hauen wir bestimmt. Und ich hoffe, ich habe noch genug SP auf Omnimon dafür. Ein bisschen was habe ich noch. Wenn er sich jetzt nicht nochmal dreimal hochheilt, könnte das passen.